Anastasia. Ich bin bei den Students for Future aktiv und unter anderem halt auch im Verkehrswendebündnis. Genau. Und erstmal super, dass so viele da sind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das vergangene Wochenende war ja ein deutschlandweites Aktionswochenende für die Mobilitätswende und insbesondere auch gegen Autobahnen. Also in ganz vielen anderen Städten wurde auch protestiert. Es gab über 70 Aktionen, davon viele als Fahrraddemos, einige auf Autobahnen. Und es waren viele tausend Teilnehmende auf diesen Demos unterwegs. Ja, unter anderem gab es auch einige direkte Aktionen gegen Baumaßnahmen, wie etwa gegen A100 in Berlin. Also, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde, das macht mega Mut, weil bis vor ein paar Jahren war der Protest gegen eine autofixierte Verkehrspolitik noch eher eine Nische. Massenproteste wie heute hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. In der Zwischenzeit hat sich der Autoverkehr allerdings stetig gesteigert. Es gibt immer mehr, immer größere, immer schwerere und immer maßlosere Fahrzeuge. VerkehrsforscherInnen halten es für unabdingbar, dass diesem Wettrüsten endlich Einhalt geboten wird und es produktionsseitige Beschränkungen für Motorisierung, Gewicht und Größe gibt. Ansonsten frisst nämlich dieser Größenwahnsinn der Automobilhersteller weiterhin jegliche Fortschritte in Sachen Effizienz direkt wieder auf. Doch es sind nicht nur die Fahrzeuge, die wachsen, sondern auch die Distanzen, die sie fahren und damit auch ihre Emissionen. Es ist hinlänglich belegt, dass der Ausbau von Straßeninfrastruktur zu steigendem Verkehr führt. Leider schauen wir noch allzu oft nur auf den innerstädtlichen motorisierten Verkehr. Der ist sicherlich in vielerlei Hinsicht ein Problem und sollte unbedingt minimiert werden. Für das Klima ist er jedoch nur ein kleiner Faktor. Viel relevanter sind längere Strecken. Nur 4% aller Wege mit dem Auto machen 40% der gefahrenen Kilometer und damit auch der Emissionen aus. Das sind die Fahrten über 50 Kilometer Länge, die besonders auch durch den Ausbau von Autobahnen und Umgehungsstraßen wie der B51 attraktiv gemacht werden. Gebaute Umwelt wie Verkehrsinfrastruktur zementiert wortwörtlich auf viele Jahrzehnte Lebensweisen. Straßen, die in den 70ern geplant wurden, werden heute gebaut und sollen eigentlich noch 30 bis 40 Jahre bleiben. Sie stehen dann, wenn wir so weitermachen, in einer 4 Grad erhitzten Welt. Das ist eine Welt, die wir aus heutigen Augen nicht wiedererkennen würden, außer an diesen Straßen. Wir müssen also die Mobilität vom Kopf auf die Füße stellen. Bahnstrecken reaktivieren, aus- und neu bauen und zwar in beschleunigten Planungsverfahren, damit das nicht wieder Jahrzehnte dauert. Straßenausbau stoppen und stattdessen zurückbauen. Radverkehrsinfrastruktur massiv ausbauen, aber nicht, um den Autos den Weg freizuräumen, wie es unser OB Lewe gerne möchte, zum Beispiel mit dem Flyover am Egiditor, sondern unter Zurückdrängung des Autoverkehrs. Wir vom Verkehrswendebündnis Münster freuen uns, dass ihr hier für eine echte Verkehrswende laut werdet. Das zweite Halbjahr wird noch viel Protest für eine Verkehrswende bringen. Nicht zuletzt im September mit den Blockaden der internationalen Autoausstellung in München. Haltet die Augen und Ohren offen, werdet aktiv, laut und unbequem. Die Mobilitätswende kommt nicht von allein. So. Dankeschön.